Los geht's für heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung immer wieder mit praktischen Tipps und behandeln auch Themen, die außerhalb der Medizin unterwegs sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Talk Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie oder euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit praktischen Tipps und viel Support, behandeln aber auch Themen außerhalb des medizinischen Bereiches. Und als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier ebenfalls kostbare Hinweise für die Praxis und für Ihr Unternehmen, denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk gibt es immer wie immer unter www.businesstalk.online oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info@businesstalk.online. Ja, heute machen wir eine kleine Solo-Show, eine Solo-Folge, und zwar möchte ich gern mal wieder so ein bisschen in die Tiefen der eigentlichen Beratung hineingehen. Ich kriege sehr viele E-Mails dazu, die bitten, dass wir oder ich noch mal so ein bisschen mehr auf das Thema der Beratung eingehe. Und deshalb ein Thema, was wirklich häufig angefragt wird, ist das Thema Einzelpraxisübernahme oder überhaupt Übernahme einer Praxis. Und da möchte ich halt einfach auch mal so ein paar Dinge zu berichten und zu erzählen. Und wir werden immer wieder jetzt häufiger dieses Thema entweder in Solo-Folgen oder auch mit weiteren Experten noch mal beschreiben. Die Folgen sind dann etwas kürzer. Legen wir mal los. Neugründung, Übernahme. Wir sprechen also entweder von der klassischen Neugründung einer Einzelpraxis, wenn wir nicht in einem gesperrten Gebiet unterwegs sind. Das kommt nicht mehr so häufig vor. Es wird leider wieder häufiger. Das ist ja unser großes Thema der Unterversorgung. Aber sehr häufig kommt eben das Thema der Praxisübernahme vor in einem gesperrten oder auch in einem nicht gesperrten Gebiet. Gesperrtes Gebiet bedeutet immer, ich kann nicht einfach mich niederlassen als Arzt, insbesondere wenn ich mit den oder eigentlich hauptsächlich, wenn ich mit den Krankenkassen abrechnen möchte, denn wir haben eine Bedarfsplanung, die immer eine gewisse Anzahl pro Ärzten und Patienten bestimmt, und dann ist das Gebiet irgendwann gesperrt oder entsperrt, wenn eben diese Zahlen einen Grad von, man sagt, ungefähr 110% einnehmen. Bei der Einzelpraxis ist es relativ umfangreich schon, was wir an Materialien brauchen. Noch umfangreicher wird es später bei der Gründung einer Gemeinschaft beziehungsweise beim Eintritt in eine Gemeinschaft. Deshalb wird das sicherlich nochmal ein ganz spezielles Thema, auch wenn wir sicherlich ein paar Überschneidungen haben, die wir auch heute hier besprechen wollen. Gehen wir mal los. Es gibt so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar ist immer wichtig zu überlegen, wenn ihr einen Übernehmer habt oder eine Praxis, die euch interessiert. Wir bleiben jetzt heute mal beim Du. Wenn euch eine Praxis interessiert, dann haben wir meist die erste Frage, die wir stellen, immer nach Behandlungs- und Leistungsspektrum. Also ist das Behandlungs- und Leistungsspektrum des Übernehmers von euch auch zu gewährleisten. Das ist deshalb nicht unwichtig, weil es natürlich in erster Linie für uns von der betriebswirtschaftlichen Seite um das Thema geht, könnt ihr die Leistungen hinterher auch erbringen und könnt ihr sie vor allen Dingen auch abrechnen. Denn sollte das nicht der Fall sein, fehlen ja am Ende des Tages beziehungsweise am Ende des Monats Einnahmen zu diesem Thema. Und deshalb ist es wichtig, zunächst mal zu überprüfen, ist das Leistungs- und Behandlungsspektrum, also dieser gleichen Fachrichtung, denn gegeben. Also egal in welchem Bereich ich unterwegs bin, wenn ich jetzt Neurologe, bin ich Gynäkologe, bin ich ein Allgemeinmediziner, bin ich Internist, bin ich Orthopäde, bin ich Chirurg, ganz egal. Ich muss eben gucken, wie ist das Leistungsspektrum und kann ich das auch abbilden. Da ist es immer wichtig, zunächst mal sich Unterlagen darüber zu besorgen. Es gibt ja die sogenannten KV-Abrechnungen, also die Abrechnungen der Kassenärztlichen Vereinigung. Die sind sehr umfangreich. Da brauchen wir als Unterlagen ungefähr die letzten 24 bis 36 Monate der Abrechnungen. Also das sind die letzten, wir haben ja immer 4 KV-Abrechnungen pro Jahr, also dann die letzten 12 KV-Abrechnungen, weil wir daran entnehmen können, wie waren denn die Quartale und wie sind diese Quartale vergütet worden. Wichtig ist dann auch, sich die ein oder andere sogenannte Häufigkeitsstatistik geben zu lassen, weil da alle Dinge drinstehen, die der Arzt, der Vorgänger, der Übernehmer, der Abgeber abgerechnet hat. Und wie häufig er welche Ziffer der Gebührenordnung für Ärzte, also der GOE, mit abrechnen konnte. Wir bleiben heute auch mal, wenn ich jetzt sehr häufig über Ärzte rede, rede ich heute über Humanmediziner. Vieles Gleiches gilt natürlich auch für den zahnmedizinischen Bereich, aber auch da werden wir nochmal eine Extra-Folge zu machen.
Also wichtig zu gucken, was ist in den Abrechnungen drin? Fehlt euch vielleicht etwas? Und wenn euch etwas fehlt, wie könnt ihr die Qualifikation noch erwerben, bevor ihr in die Praxis einsteigt, beziehungsweise bevor ihr die Praxis übernehmt? Die Qualifikation, die man dann zum Beispiel noch nachweisen muss, ich nenne es jetzt meist ein Beispiel, ist Akupunktur, ist vielleicht im hausärztlichen Bereich eine psychosomatische Grundversorgung, ist vielleicht ein Sonografieschein, der noch fehlt. Also all diese Dinge, die ich vielleicht noch erwerben kann und ich auch weiß, da fehlt mir noch etwas. Also entweder, dass ich das im Krankenhaus noch nachvollziehen kann oder nacherbringen kann und mir dann diese Qualifikation für die gewisse Leistung auch sichern kann. So, das nur mal als kleines Beispiel dafür. Das ist wichtig am Anfang. Das ist ein Teil der Unterlagen, die wir also auf jeden Fall brauchen und die es auch immer wichtig ist, vom Übernehmer zu bekommen, um eben zu gucken, wie fließen die Einnahmen hinterher. Das ist insbesondere deshalb auch wichtig, denn es gibt ja am Anfang gerade in der Arztpraxis immer die Frage danach, wie bezahle ich denn meine Kosten? Also wie sichere ich auch meine Liquidität? Und das Thema Liquidität ist deshalb so wichtig, weil es da einige Änderungen bundesweit bei den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen gegeben hat. Das ist Ländersache. Also wenn ich jetzt hier in unserer Region gucken würde, wir sind ja an der Grenze Nordrhein und Westfalen-Lippe, allein die haben teilweise unterschiedliche Ausprägungen, wie sie das leben. Im Allgemeinen ist es aber so, dass der erste Monat der Übernahme nicht mehr vergütet wird von den KVen. Also es ist nicht so, dass man sagt, ja, übernehmt ja und es wird auf jeden Fall das Geld weiterfließen, sondern man geht eigentlich dazu über, zu sagen, arbeite doch den ersten Monat mal weiter und sage uns im zweiten Monat anhand deiner Praxissoftware, wie viel hast du denn tatsächlich an Patienten behandelt? Also wie viele Fälle, also ein Fall ist immer ein Patient, sind denn zu dir gekommen? Hast du eine ähnliche Häufigkeit an Patientenanfällen wie dein Vorgänger? Und anhand dieses ersten Monats wird dann im zweiten Monat, ungefähr nach 2 Wochen des zweiten Monats, eine sogenannte Abschlagszahlung vergütet. Das heißt also, wir müssen zunächst mal Liquidität schaffen für die ersten 6 Wochen auf jeden Fall, denn dann wäre im zweiten Monat des ersten Quartals die erste Abschlagszahlung der KV möglich und auch fällig. Dann folgt, das wäre dann der Abschlag für den ersten Monat, dann folgt der Abschlag für den zweiten Monat. Und so ist eben auch wichtig, mal nachzuvollziehen, wie Geldflüsse denn in einer Arztpraxis funktionieren. Und wir sprechen ja im Augenblick auch zunächst mal nur über den Bereich der Abrechnung mit den KVen, mit den Krankenkassen, mit der kassenärztlichen Vereinigung. Ganz mal davon abgesehen, dass wir natürlich auch noch Privateinnahmen haben, vielleicht gutachterliche Einnahmen haben oder vielleicht auch noch, wenn Sie im Bereich der Berufsgenossenschaften irgendwelche Möglichkeiten haben abzurechnen, dass da natürlich auch noch diese Dinge mit dazukommen. Aber die Zahlungsströme in einer Arztpraxis sind zunächst so, dass wir eben auf jeden Fall das erste Quartal von der Liquiditätsseite überbrücken müssen. Denn ganz klar ist auch, Mitarbeiter wollen bezahlt werden, und zwar im ersten Monat. Der Vermieter möchte seine Miete haben, und zwar im ersten Monat. Die Lieferanten möchten bedient werden, vielleicht mit einem kleinen Zahlungsziel, aber auch im ersten Monat. Gegebenenfalls kommt es zu einer Finanzierung. Auch da sagt die Bank, ja, auch da werden Zahlungsströme fällig und da müssen auch Gelder fließen. Und deshalb ist die Sicherung der Liquidität gerade in den ersten 3 Monaten, in den ersten 6 Monaten wirklich sehr, sehr wichtig. Das werden wir anhand des Businessplans immer darstellen. Wir können eben ganz genau sagen, welche Liquidität fließt zu welchem Zeitpunkt und welche Kosten stehen dagegen und was brauchen wir denn tatsächlich, um diese fehlende Liquidität vielleicht abzufangen. Und darauf entwickelt sich der Businessplan für das erste, zweite, dritte Jahr. Wir rechnen es meist zwischen 3 bis 5 Jahre hoch, sodass wir auch hinterher immer einen Kontrollmechanismus haben, was das angeht. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, der Businessplan. Also die Zahlungsströme der KV sind zu beachten und deshalb müssen wir die Unterlagen genau wissen, die Unterlagen haben, denn dann wissen wir genau, wie diese Zahlungen fließen können, denn wir fügen dann zusammen und das ist immer ganz wichtig. Wir schauen uns also an, was hat denn die Praxis des Abgebers in der Vergangenheit erwirtschaftet und mit welchen persönlichen Voraussetzungen kommt ihr denn in die Praxis? Und die persönlichen Voraussetzungen können für den einen für diese Praxis optimal sein, für den anderen vielleicht viel zu groß oder für den anderen vielleicht viel zu klein. Viel zu groß gibt es meist nicht, weil ist immer schön, wenn die Einnahmen viel, viel höher sind als das, was wir jetzt allein aus der Liquidität monatlich brauchen.
Aber das ist eben ganz wichtig, mal zu erkennen. Wir führen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die Person und auf der anderen Seite die Praxis. Und dann schauen wir, wenn man jetzt mal bildlich sieht, also für alle, die, die das bei YouTube anschauen, wenn ich hier die Praxis habe auf der linken Seite und die persönliche Situation habe auf der anderen Seite, und die persönliche Situation ist Familie, die persönliche Situation ist vielleicht eine private Immobilie, die ich schon habe, das sind vielleicht Verbindlichkeiten, das sind Versicherungen und so weiter und so weiter. Also einfach Lebenshaltungskosten, die monatlich schon da sind und die ich bis jetzt über meine Einnahme im Angestelltenverhältnis im Krankenhaus vielleicht bekommen habe. Das ist die eine Seite, das ist die Praxisseite, und diese beiden Seiten fügen wir zusammen und schauen dann, gibt es da ein Match, also passt das zusammen und kann ich mit meiner Situation, die ich heute habe, die neuen Kosten, die in der Praxis auf mich zukommen, plus die Einnahmen aus der Praxis, denn handeln. Und dann erfahre ich erst, in der Situation, ist die Praxis denn für mich in meiner Situation geeignet. Und das kann für den einen passen, für den anderen passt es nicht, weil seine private Situation eine ganz andere ist. Und das ist enorm wichtig. Und wir sprechen erstmal nur von harten Faktoren, also wirklich von Zahlen, Daten, Fakten. ZDF sagen wir immer, also für alle die gerne mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten. Na, deshalb sind die Zahlen so wichtig und deshalb brauchen wir das. Es geht sofort weiter in der Thematik, was brauchen wir denn weiter für Zahlen? Wenn wir jetzt die Abrechnungen der KV bekommen haben, wenn wir uns auch mit der KV auseinandergesetzt haben, beziehungsweise auch zusammengearbeitet haben, das möchte ich an der Stelle vielleicht mal sagen, viele schimpfen immer auf die KV und wir werden nur an der Stelle nicht drumherum kommen, mit den KV gut und kollegial zusammenzuarbeiten. Habe ich übrigens noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Gerade in der Phase der Übernahme einer Arztpraxis sind alle KV gerne bereit zu helfen. Es gibt Mentoren, die bereit sind, auch diese Vorbereitung, die Planung mitzugehen, und da biete ich auch immer an, dass ich das begleite. Ist ganz wichtig, denn die richtigen Fragen an der richtigen Stelle auch stellen zu können, ist in der Situation wirklich enorm wichtig, wenn wir dieses Gespräch bei der KV haben und begleiten, das gemeinsam zu tun und wirklich tief in diese Abrechnungsthematik reinzugehen und sich beraten zu lassen und auch mal den Tipp anzunehmen, was kann ich denn noch tun oder ein oder anderen Schell und was fehlt mir noch und was muss ich bis zur Übernahme denn noch alles umsetzen. Also das Mentorenprogramm der KV wirklich zu empfehlen. Und ich gehe mit all meinen Mandanten dahin oder biete es zumindest an, beim Erstgespräch oder beim Zweitgespräch mit dabei zu sein. Ja, ich wollte aber an sich noch auf weitere Unterlagen kommen, die noch notwendig sind. Das ist auf jeden Fall das Thema der Gewinnermittlung der Praxis. Also das ist die steuerliche Grundlage. Die Gewinnermittlung der Praxis ist auch immer wichtig. Sehr schön ist, wenn der Steuerberater aktuell die Buchhaltung auch geführt hat. Also wir haben jetzt, wenn wir jetzt das Jahr 2018 haben, wenn wir also die sogenannte betriebswirtschaftliche Auswertung, die BWA, also das ist einfach die Buchung von Einnahmen und Ausgaben über das Jahr, laufend führt, monatlich führt. Das bedeutet natürlich immer, der Praxisabgeber muss diese Daten auch monatlich seinem Berater zur Verfügung stellen, sonst kann er es gar nicht buchen. Dann wäre schön, wenn wir jetzt die Gewinnermittlung, also das heißt, das ist das, was der Abgeber dem Finanzamt vorlegt, also die Ermittlung seines Gewinns für das jeweilige Jahr, wo dann drin steht ganz genau, welche Einnahmenseiten haben wir, welche Ausgabenseiten haben wir und welche Gewinne gehen daraus hervor. Da ist alles gebucht. Das ist wirklich sehr aussagekräftig, allein aus dem Grunde auch schon, weil wir dann nicht nur über die Einnahmen der kassenärztlichen Verrechnungsstelle sprechen, also über die KV-Seite sprechen, sondern, ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil wir da auch über private Dinge sprechen, also privatärztliche Einnahmen sprechen, weil wir da vielleicht auch über Gutachten sprechen. Da sprechen wir sicherlich auch bei dem einen oder anderen über das Thema berufsgenossenschaftliche Einnahmen. Vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch über ganz andere Veräußerungsgewinne und so weiter. Das ist aber wichtig, um feststellen zu können, welche Dinge sind auch für euch aus dieser Gewinnermittlung zu übernehmen. Also seid ihr überhaupt wieder von einer fachlichen Qualifikation oder einfach nur vom zeitlichen Einsatz her in der Lage, dieses Leistungsspektrum auch mit zu übernehmen. Und an der Stelle können wir eben die richtigen Fragen stellen. Als kleines Beispiel nochmal, ich habe einen Arzt gehabt, der eine neurologische Praxis übernehmen wollte, wo wir eine relativ hohe Einnahmenseite von der KV hatten, aber wo wir eben auch noch, nee, das ist falsch, wo wir eine relativ hohe Einnahmenseite hatten und die wir erst nicht zuordnen konnten. Das kam uns schon sehr,
sehr hoch vor, wenn es reine KV-Einnahmen gewesen wären. Und durch die Gewinnermittlung haben wir dann erfahren und gesehen, dass sehr viele gutachterliche Tätigkeiten da drin waren. Also neurologische Gutachten wurden da erstellt, teilweise für die gesetzliche Rentenversicherung, der hat teilweise aber auch neurologische Gutachten für Gerichte erstellt. Und das machte fast über im Jahr fast 100.000 Euro an Einnahmen aus. Jetzt war das aber eine sehr personenbezogene Sache auf die Qualifikation dessen, der die Praxis abgegeben hat. Und damit rechtfertigt sich vielleicht aus der Sicht des Abgebers auch ein Kaufpreis. Aber daraus hat sich aus unserer Sicht, also aus der Sicht meines Mandanten und mir, nicht gerechtfertigt, dass der diese Praxis übernehmen konnte. Wir haben dann Abstand davon genommen, weil in dem Moment ganz klar war, diese hohe Qualifikation für diese gutachterliche Tätigkeit kann er vielleicht im Laufe der Jahre erbringen, muss er aber auch erstmal das Vertrauen natürlich der Stellen erbringen oder erreichen, zu sagen, ich mache das genauso gut. Und die waren auch nicht bereit zu sagen, ja, wir lassen jetzt einfach den Praxisübernehmer genau diese Stelle zu übernehmen. Also ihr seht, man muss schon ein bisschen gucken, man muss da tiefer rein und dann kann man eben auch überlegen, ist die Praxis was für mich oder nicht. Deshalb sind diese Dinge so entscheidend und auch wichtig. Also die Gewinnermittlung, die letzten 2 Jahre der Gewinnermittlung sind toll, weil dann kann man sehen, hat es Schwankungen gegeben, hat der Arzt vielleicht im letzten Jahr nochmal so einen kleinen Schub gemacht, weil er seine Praxis ein bisschen teurer veräußern wollte. Wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge zu hinterfragen. Hohe Personalkosten, hohe Raumkosten, das sind immer die beiden größten Positionen innerhalb einer Gewinnermittlung, die es dann zu hinterfragen gibt, Verbindlichkeiten und so weiter. Der dritte Bereich, und das ist sicherlich auch nochmal ein sehr interessanter Bereich, weil es da um die vertraglichen Vereinbarungen geht, beziehungsweise die vertraglichen Verpflichtungen, die der Praxisabgeber eingegangen ist in der Vergangenheit. Das betrifft auf der einen Seite sicherlich alle Mitarbeiterverträge. Das betrifft die laufenden Verträge. Das kann der Wasserspender sein, das können die Zeitschriften sein, das können aber auch genauso Computerwartungsprogramme und laufende Softwareprogramme sein, Verträge sein, die abgeschlossen sind. Das ist aber sicherlich auch der Mietvertrag, der ist natürlich ganz enorm wichtig, komme ich gleich nochmal drauf. Also diese vertraglichen laufenden Vereinbarungen müssen wir alle wissen. Warum? Weil ihr tretet mit Übernahme in diese Verträge ein und ihr seid zunächst auch mal verpflichtet, in diese Verträge einzutreten, die zu übernehmen. Und deshalb ist wichtig zu wissen, wie lange laufen die denn noch. Und ihr müsst also das Vertragsverhältnis bei Übernahme erfüllen, denn der Vertragsgegenstand, die Praxis ist ja noch da. Bei einigen Versicherungsverträgen gilt das nicht. Da können wir aber an anderer Stelle nochmal spezieller drauf eingehen. Immer personenbezogene Sachen gelten da eben nicht. Gegebenenfalls muss also der Praxisabgeber auch überlegen, ob er gegebenenfalls den einen oder anderen Vertrag rechtzeitig aufhebt. Und je früher man dann in eine solche Verhandlung einsteigt, umso mehr Möglichkeiten hat man natürlich auch, diese Dinge miteinander zu besprechen. Was möchten Sie übernehmen? Was können wir vielleicht vorzeitig schon aufheben? Also diese sogenannten laufenden Dauerschuldverhältnisse sind aufzulisten und sind mit dem Abgeber auch zu bestimmen. Wichtig, Mitarbeiterverträge, deshalb vielleicht, es gibt auch einige Praxen, da gibt es gar keine Mitarbeiterverträge, gibt es mündliche Vereinbarungen, auch das ist rechtlich haltbar und auch absolut in jeder zweiten, dritten älteren Arztpraxis zu finden. Wenn es eben nur mündliche Vereinbarungen gibt, muss man sich die Unterlagen des Steuerberaters geben lassen über die laufenden Vergütungen, also Lohnjournal, Diensteintritt und so weiter und so weiter. Über die Frage tarifgebunden oder nicht tarifgebunden. Also ihr seht eine ganze Menge an Dingen, die wichtig sind, weil eben auch wichtig ist, müsst ihr diese Mitarbeiter übernehmen, ja oder nein? Wie ist es gegebenenfalls im Kündigungsschutz? Wie ist es gegebenenfalls, wenn die Mitarbeiter von sich aufhören wollen, dürfen die das? Wie lange müssen die auf so eine Übernahme vorbereitet werden? Also alle Dinge, die wir im Vorhinein mit dem Abgeber besprechen müssen. Und die kann man eben anhand nur dieser Unterlagen auch einsehen. Eine kurze Anmerkung noch zum Mietvertrag. Der ist deshalb so wichtig, weil wenn wir wieder über das Thema des Sitzes, der Sitzübernahme, also neben der Praxisübernahme auch den kassenärztlichen Sitz übernehmen wollen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir sprechen in sehr vielen Gebieten über ein gesperrtes Gebiet. Dann ist der Mietvertrag deshalb wichtig, weil die Praxis nicht nur personengebunden übergeben wird, sondern auch ortsgebunden übergeben wird. Das wissen die wenigsten. Die ortsgebundene Übernahme heißt eben tatsächlich Straße und Hausnummer.
Also selbst wenn ihr innerhalb des Hauses von Hausnummer 24 auf 26 zieht, ist es eigentlich ein genehmigungspflichtiger Prozess, der über die KV angemeldet werden muss. Und es ist ganz wichtig. Also viele sagen dann einfach auch, ich bin ja im gleichen Gebiet, in der gleichen Straße, das ist nicht so wichtig. Dem ist nicht so. Ihr müsst auf jeden Fall sicherstellen, dass der Mietvertrag da ist, dass es einen weiteren Mietvertrag gibt, dass ihr die Möglichkeiten habt, auch diese Räumlichkeiten zu übernehmen. Sei denn, ihr plant jetzt wiederum, wirklich aus der Praxis rauszugehen und etwas anderes anzumieten oder in eine Gemeinschaft zu gehen, wie auch immer. Dann ist aber auch das rechtzeitig zu bestimmen, denn es gibt eigentlich es gibt die Voraussetzung, ich muss mindestens drei, aber auf jeden Fall eigentlich 6 Monate an dem Praxisort erstmal verbleiben. In einem Ausnahmefall geht auch 3 Monate, ist aber alles mit der KV abzustimmen und zwar im Vorhinein. Eine Sitzverlegung ist immer genehmigungspflichtig. Viele, viele Informationen. Aber ihr seht daraus, dass diese Dinge wichtig sind. Jetzt könnte man wieder noch sehr lange über Mietvertrag sprechen. Wir haben das ja schon mal in einem Rechtspart auch gemacht, dass wir diese Themen weiter aufgegriffen haben. Und da in den Mietvertrag werden wir sicherlich noch mal ein bisschen weiter reingehen. Wir sagen immer, bevor es dann zum letztendlichen Übernahmevertrag kommt, der also klärt, mit wem ihr die Praxis auch, von wem ihr die Praxis übergebt und welche Voraussetzungen und wie das mit Patientenakten ist und so weiter und so weiter, brauchen wir diese ganzen Unterlagen, um euch aus der betriebswirtschaftlichen Seite sagen zu können, ja, die Praxis passt zu euch. Ich erinnere nochmal an das Match. Wir führen diese beiden Dinge zusammen, planen das und der Businessplan ist nicht nur die Grundlage für euch, sondern ist dann später auch die Grundlage für eine mögliche Praxisfinanzierung. Also ist letztendlich das, was die Bank braucht, um zu gucken, ist das Vorhaben wirtschaftlich sinnvoll und ist das Vorhaben auch zu finanzieren? Und dann geht es um Konditionen und so weiter und so weiter. Das mal zum Thema der Unterlagen und der Unterlagensammlung innerhalb der Übernahme einer Arztpraxis. Bei einer Neugründung ist es klassischerweise ganz anders. Da kommen wir mit ganz anderen Themen zusammen und da haben wir natürlich auch ganz andere Themen, die wichtig sind. Da wird der Businessplan von einer Seite aufgerollt, dass wir erstmal gucken müssen, welche Kostenseite haben wir denn. Und wir machen es meist so, dass wir das dann runterbrechen. Wie viele Patienten brauchen wir, um diese Kosten sicherzustellen? Wie lange dauert dieser Prozess? Und wie viel Liquidität brauchen wir dann? Das planen wir mit eurem Leistungsspektrum dahinter auch sehr, sehr detailliert bis ins Kleinste hinein. Ist aber nochmal ein ganz anderes Thema und kommt immer seltener vor, aber wenn es vorkommt, ist es eben auch von der Planungsseite her nochmal eine ganz andere Herausforderung und da brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit. Das letzte Thema, was ich kurz anschneiden will, haben wir schon an anderer Stelle auch schon mal gemacht, da habe ich mal ein kurzes Video zugemacht, ist das Thema der Kaufpreisfindung oder der Kaufpreisverhandlung. Das ist sicherlich immer abhängig, ich habe es gerade schon mal kurz gesagt, vom Leistungsspektrum, aber natürlich auch von den Unterlagen und von der Investition, die man zusätzlich noch in der Praxis führen muss oder die man noch in die Praxis einbringen muss. Denn eine Praxis kann sehr gut laufen mit den Voraussetzungen des Abgebers, kann aber unter anderem sehr renovierungsbedürftig sein. Es können ein sehr altes Praxisinventar vorhanden sein, dass ihr aufgrund eurer Tätigkeit, sagen wir mal zum Beispiel im Krankenhaus mit moderneren Mitteln so nicht mehr verwenden wollt. Ihr wollt also mal ein neues Sonografiegerät kaufen. Wenn ich jetzt nochmal in einfache Dinge denke, wenn ihr orthopädisch arbeiten wollt, wenn ihr chirurgisch arbeiten wollt, habt ihr vielleicht noch ganz andere Voraussetzungen, die ihr in der Praxis sehen wollt und wie ihr die Praxis auch groß machen wollt. Und dann sind natürlich vermeintlich noch Investitionen zu tätigen in der Praxis. Und deshalb ist eine Sache noch wichtig und die erfahren wir auch innerhalb der Gewinnermittlung. Das ist das sogenannte Anlagevermögen, was uns der Steuerberater mit der Gewinnermittlung zur Verfügung stellt. Und da sehen wir dann, was ist denn tatsächlich wann angeschafft worden, also an medizinischer Vereinrichtung, an technischer Einrichtung, an kaufmännischer Einrichtung und was ist heute noch da. Und welche Gegenstände finden sich denn heute noch in der Praxis? Später auch wichtig für die Vereinbarung in dem Übernahmevertrag zu gucken, welche Gerätschaften sind da, wie funktionieren die. Das erfahren wir im Anlagevermögen. Und aus dem Goodwill der Praxis, also aus der klassischen Bewertung der Praxis heraus, also wie viele Patienten habe ich, wie viele Einnahmen habe ich, welche Fachrichtung ist das, in welchem Gebiet bin ich tätig, wo liegt die Praxis, wie ist die Situation am Ort, wie ist die Einrichtung der Praxis, wie sind die materiellen Verhältnisse innerhalb der Praxis, wann sind welche Geräte angeschafft worden, muss ich renovieren, setzt sich dann letztendlich der Kaufpreis zustande. Und auch da
Gibt es natürlich eine Regelung, wie wir das einschätzen können, ob diese Dinge zusammenpassen oder nicht. Ich biete euch gerne an. Wir haben dazu eine sehr schöne Checkliste aufgestellt und diese Checkliste würde ich euch zur Verfügung stellen. Einfach eine kurze E-Mail an info@businessdoc.online. Dann würde ich diese Checkliste, sind so die zehn Punkte mal aufgeführt, worauf ihr achten sollt, gerade bei einer Übernahme, euch nochmal zur Verfügung stellen. Könnt ihr einfach mit einer E-Mail an die gerade ernannte Adresse bei uns abfordern. Ein kurzer Satz noch, bevor ich dann zum Ende kommen möchte, zu dem Thema Übernahme. Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis, das wollte ich sagen, Übernahme haben wir jetzt behandelt. Einstieg in eine Gemeinschaftspraxis, da ist das ganze Thema nochmal etwas ausführlicher zu behandeln. Also die Unterlagen, die ich gerade genannt habe, die sind nahezu identisch. Wir brauchen alle Verträge, wir brauchen alle Unterlagen der Praxis, wir brauchen das Anlagevermögen, die Gewinnermittlung, die KV-Abrechnung und so weiter. Insbesondere ist aber wichtig zu wissen, auf welcher Grundlage arbeitet die Gemeinschaft denn zusammen? Also, wie ist der sogenannte Gemeinschaftspraxisvertrag gestrickt? Und das ist das eine. Also, wir brauchen zusätzlich den bestehenden Gemeinschaftspraxisvertrag. Wir müssen natürlich wissen, wie viele Anteile ihr übernehmen sollt. Also, angenommen, wir haben 4 Gesellschafter innerhalb einer Praxis, hat jeder da 25%, gibt es vielleicht andere Aufteilungen, also ist sowohl der Anteil an der Gemeinschaft, der euch gehört, anders aufgeteilt. Es gibt sehr häufig alteingesessene Gesellschafter, die Praxis mit gegründet haben, die, sagen wir mal, jetzt 40 oder 45 oder 50% haben bei 3 Gesellschaftern und die anderen beiden haben nur 25%. Ist das dann gleichzeitig auch die Gewinnbeteiligung, also 50, 25% oder ist die Gewinnbeteiligung noch anders geregelt? All diese Themen stehen in dem bestehenden Gemeinschaftspraxisvertrag und sind für euch natürlich wichtig, um zu gucken, nicht nur die Zahlen zu interpretieren, sondern auch zu gucken, ist das, was dabei rauskommt, wieder das, was matcht, also was euch zusammenführt mit euren persönlichen Verhältnissen. Wieder unsere Aufgabe zu sagen, wir sagen euch ganz genau, ob das funktioniert. Die Prüfung dieser Verträge dürfen wir und machen wir auch immer nur aus kaufmännischer Sicht. Wir dürfen nicht rechtlich beraten, wir dürfen nicht steuerlich beraten. Das ist ganz klar, dafür gibt es 2 standesrechtliche Berufe, nämlich den Rechtsanwalt und den Steuerberater. Wir raten auch immer dazu an dieser Stelle, nicht nur bei der Gemeinschaftspraxis oder bei der Praxisgemeinschaft oder bei der Berufsausübungsgemeinschaft, wie es übergeordnet heißt, einmal einen fachlich qualifizierten Rechtsanwalt oder Steuerberater mit ins Boot zu nehmen. Also ein Fachanwalt für Medizinrecht sollte es schon sein, eine Kanzlei, die sich länger mit dem Thema auseinandersetzt. Ich höre wenig, die einen Arzt ablehnen würden und sagen würden, ich bin Rechtsanwalt, ich kann auch Ärzte. Ich kann euch aber nur sagen, holt euch den Rat und das Know-how eines wirklichen Experten, auch wenn der ein bisschen Geld kostet. Denkt immer daran, ihr lasst euch nur einmal nieder. Und lieber, ihr habt einen qualifizierten Rechtsanwalt, mit dem ihr zusammenarbeitet und ihr wisst wirklich, dass das, was der sagt, auch Hand und Fuß hat, anstatt ihr irgendjemanden nehmt, nur weil der preiswert ist. Das ist immer die gleiche Krux, dass wir Verträge erleben. Ich habe jetzt gerade wieder einen Fall, da ist es genau so gekommen, ein sehr schwammig formulierter Übernahmevertrag, der jetzt aufgrund einer weiteren Zusammenarbeit sehr negativ ausgelegt wird für den damaligen Übernehmer. Und jetzt kommt es zu einem Rechtsstreit und der Rechtsstreit wird wahrscheinlich sogar zugunsten des damaligen Abgebers ausgehen. Also wird es zu einer Nachzahlung kommen, beziehungsweise auch später noch zu anderen Gehaltsforderungen, weil er jetzt noch angestellt ist in der Praxis. Also es ist enorm wichtig, dass diese Dinge von einem Fachanwalt für Medizin glasklar geregelt werden. Und das ist eben in der Gemeinschaftspraxis noch viel, viel wichtiger, dass das passiert. Warum? Weil vermeintlich nicht nur 2 Menschen beteiligt sind, sondern 3, 4 oder 5 in großen Gemeinschaften ja noch viel mehr. Und je größer die Gemeinschaft wird, umso größer ist natürlich auch die Verantwortung jedes einzelnen Gesellschafters und auch des Rechtsanwaltes, da alles richtig zu machen und das richtig zu belegen. Wichtig ist unter anderem zum Beispiel schon zu vereinbaren, wie trenne ich mich denn? Denn ihr könnt jetzt gerade seid ihr mit den Praxispartnern in einem guten Verhältnis. Da kann man gut darüber reden. Man kann nicht mehr gut darüber reden, wenn das ganze Thema irgendwann eskaliert und ihr euch auseinandersetzen müsst über Dinge, über die man dann nicht mehr sprechen kann, vermeintlich über Ausstieg, über Geld, über Preise, die noch gezahlt werden.
Also ganz, ganz wichtig, macht das mit einem guten Fachanwalt. Und auch der Steuerberater ist genauso zu empfehlen, jemanden zu nehmen, der sich mit Ärzten wirklich auskennt. Auch da gibt es spezialisierte Heilberufeberater. Kann ich nur immer wieder sagen, wenn ein Steuerberater nicht weiß, wie er buchen muss, überlege ganz recht, dass der Konten, ganz oft, dass der Kontenrahmen nicht stimmt. Aber da können wir auch darauf hinweisen. Das ist immer wichtig. In großen Praxen, auch da werden wir immer wieder gefragt, je größer die Gemeinschaft wird, in die ihr einsteigen wollt, wenn man an, ihr steigt in eine große nephrologische oder in eine große radiologische oder strahlentherapeutische Praxis ein, die vielleicht auch schon in Richtung medizinisches Versorgungszentrum gehen, wo ihr als Gesellschaft da einsteigen sollt, sind zum Beispiel Kaufpreise immer seltener verhandelbar, weil da meist vorab durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen Gutachten erstellt worden sind. Und anhand dieses Gutachtens werden dann Kaufpreise sinnvollerweise auch festgelegt. Ich sage deshalb sinnvollerweise, weil ihr müsst immer überlegen, 2 Jahre vorher ist vielleicht ein Kollege eingestiegen. Die Praxis ist ungefähr gleich geblieben oder ist vom Ausmaß der Entwicklung her gleich geblieben. Dann hätte man eine Grundlage. Und selbst wenn man die nicht hat und bei einer Entwicklung dieser Praxis, kann man immer wieder dieses Gutachten zugrunde legen und sagen, das ist unsere Basis für die Entwicklung und auch für die Kaufpreisbestimmung in der Zukunft. Das ist ganz enorm wichtig. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, den Kaufpreis prozentualen Punkt festzulegen. Also nehmen wir mal an, ich weiß, 5.000 Euro ist ein Punkt, dann kann ich mir hochrechnen, was ist die Praxis wert, wenn ich 100% der Praxis übernehmen würde. Deshalb sind die Kaufpreise in dem Segment, je größer die Praxis wird, immer seltener verhandelbar. Ich bekomme einen Kaufpreis genannt und kann dann entscheiden, ist das, was ich aus der Praxis an Gewinn erwirtschafte, für mich so attraktiv, dass ich langfristig gut damit arbeiten kann? Ist die Gemeinschaft für mich so attraktiv, dass ich langfristig darin arbeiten will? Bietet mir die Gemeinschaft so viele Vorteile? Das mal vielleicht als kleinen Einstieg, kleines Gut. Ich bin jetzt fast 36 Minuten dabei. Ihr merkt, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und auch da merkt man, ich habe jetzt hauptsächlich über das Thema Einzelübernahme gesprochen, was bei dieser Einzelübernahme schon alles zu beachten ist. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade wenn es um die größeren Praxen geht, wird das Thema nochmal wesentlich, wesentlich umfangreicher. Aber keine Sorge, das ist ja, das möchte ich nur nochmal sagen, wir möchten euch ja Mut machen, in die Praxis zu gehen. Es gibt nichts, was sich nicht regeln lässt. Es gibt nichts, was man nicht mit guten Verträgen, mit guten Partnern um sich herum verhandeln kann. Es ist ganz wichtig, dass das professionelle Leute tun. Lasst euch bitte nicht abspeisen mit dem Satz, den ich leider immer noch sehr häufig höre. Wir haben das vor 30 Jahren auch so gemacht. Das war super, super funktioniert. Wir sind einfach 30 Jahre weiter. Wir haben ganz andere Voraussetzungen, sowohl von der Seite der kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben ganz andere standesrechtliche Voraussetzungen. Wir haben leider auch ganz andere betriebswirtschaftliche und kaufmännische Voraussetzungen. Und das Leben hat sich einfach auch verändert. Und wenn ihr überlegt, wie hat sich vielleicht euer Leben und verändert in Bezug auf, welche Gedanken habt ihr an eurem Beruf, muss das, was ihr macht, euch Sinn bieten? Also wollt ihr, was wollt ihr von dem, was ihr da tut? Dann ist es wirklich wichtig zu überlegen, mit wem mache ich das, und sucht euch einen vernünftigen Berater, arbeitet mit dem sehr speziell zusammen und lasst das Thema Praxisgründung, Übernahme, Einstieg wirklich gemeinsam planen. Das ist einfach ein Hinweis und ein Tipp, den ich geben kann. Mit wem auch immer, sucht euch den Menschen eures Vertrauens und arbeitet mit dem oder der zusammen. Ganz tolle Kolleginnen, die es gibt und mit denen man auch toll arbeiten kann. Holt euch Know-how, informiert euch darüber und dann trefft eine Entscheidung. Das ist immer ganz wichtig. Informiert euch, lasst euch von keinem etwas erzählen, auch von mir nicht. Trefft die Entscheidungen aufgrund eurer Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Und deshalb plant ein bisschen Zeit ein für eine solche Übernahme. So, das war der Schlusssatz. Plant Zeit ein für eine Übernahme. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Würde mich auch wirklich freuen über eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Denn nur so wissen wir, ob wir in die richtige Richtung gehen. Ich freue mich immer über jede E-Mail, die ich bekomme. Und deshalb ist jetzt diese Sonderfolge oder diese Solo-Folge entstanden. Ich freue mich immer total, wenn ich über das berichten kann, was ich tue, was mein Job ist und meine totale Leidenschaft. Ich freue mich einfach, euch zu begleiten in die Niederlassung. Und ich würde mich freuen, wenn es uns gelingt, aus dem Arzt einen Unternehmer zu machen. Also bleibt unternehmerisch, tut was und geht in die eigene Praxis, ist eine tolle Sache. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss, alles Gute.